Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte: O Gesandter Allahs, ich habe keinen, der mich zur Moschee führt. Ich habe keine Person, die mich zur Moschee führt. Also bat er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, in der Wohnung zu beten. Darf ich bitte zu Hause beten? Es geht um die Pflichtgebet. Also hat er es ihm erlaubt. Als er gehen wollte, rief ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte: Hörst du den Gebetsruf? Dann sagte er: Ja. Dann sagt er: Dann musst du erwidern. Das heißt was? Dann musst du zur Moschee kommen. Das ist einer der stärksten Beweise der Rechtsschulen und der Gelehrten, die sagen, das Pflichtgebet für Männer ist in der Moschee zu verrichten. Musst du in der Moschee verrichten, wenn du den Adhan hörst. Hörst du den Adhan nicht, also die Moschee ist ewig weit. Da musst du es nicht. Sondern wenn du den Adhan hörst, ganz normal, die normale Stimme. Diese Strecke, also wenn die Strecke so wäre, dass du den Muadhin hören würdest, dann musst du in der Moschee beten. Ja, es gibt Meinungsunterschied. Aber wenn wir solche Ahadith hören, motiviert das nicht, dass wir so oft es geht in der Moschee beten? Es gibt Leute, die beten grundsätzlich nicht in der Moschee. Nur Jumu'ah. Grundsätzlich. Wäre ab und zu mal. Es ist nicht Pflicht, ist ja gut. Ist ja gut. Du folgst dem Gelehrten, der sagt, es ist nicht Pflicht. Okay, haben wir ja nichts dagegen. Aber hat dieser Gelehrte gesagt, du sollst nicht beten? Hat der Gelehrte gesagt, es ist nicht besser für dich, in der Jama'a zu beten? Wie ich vorhin gesagt habe, die Moschee ist die Tankstelle unserer Herzen. Und jeder merkt das. Wenn man tagelang nicht in die Moschee geht, Iman geht den Bach runter. Du brauchst die 5 Gebete. Du musst eigentlich 5-mal am Tag tanken. Ja, mein Tank ist groß. Nein, das sind alle gleich. Du brauchst 5-mal tanken am Tag. Geht nicht anders. Dein Herz fährt nicht länger. Dein Herz bewegt sich von Gebet zu Gebet. Das war's. Dann musst du wieder tanken. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht voranschreiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir alle dieses Programm haben, dass wir versuchen, so oft wie möglich in der Moschee zu beten.